Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Video und ja, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, weil ich bin jetzt gerade noch nicht ganz sicher, wie der Titel heißen soll, wird es jetzt eine Talkrunde. Ich habe mir einfach mal gedacht, komm Mama, um 6.30 Uhr das Mikrofon an und wir quatschen einfach mal so ein bisschen über, ja, Arc 2, vielleicht die animierte Serie, ein bisschen, wie es mit Loopvision gerade läuft, so ein bisschen, was vielleicht geplant ist, so einfach mal so eine kleine Talkrunde. Hier wird es auch kein großartiges Video zu geben, weil ihr könnt einfach das Handy oder was immer ihr macht, einfach zur Seite legen und einfach nur zuhören, wenn ihr mir zuhören wollt. Und weil ich werde jetzt hier keine Bilder oder sowas einblenden. Ich glaube, das machen wir, wenn wir ein richtiges Arc 2 Video machen oder ein richtiges animierte Video. Ich denke mal im neuen Jahr wahrscheinlich, wenn ein bisschen mehr Infos, alles so mal durchgesickert ist, werden wir auf jeden Fall hier hochladen. Ja, habe immer noch meinen Tee dabei, frühen Morgen. Und ja, erstmal würde ich anfangen, Leute. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die 4000 Abonnenten. Wir haben das Jahresziel, und ich meine, das war nicht mein Jahresziel. Ich wollte eigentlich theoretisch, glaube ich, Nummer 37 oder so erreichen. Und jetzt sind wir schon mit 300 drüber und sind schon bei 4000. Und das am 21. Dezember. Also das war auf jeden Fall schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk von euch allen. Das fand ich mega cool, wie ich das gestern Morgen gesehen habe, dass wir die 4000 geknackt haben. Ja, jetzt würde ich sagen, ja, 2021 kann dann mit 5000 hoffentlich enden. Das wäre auf jeden Fall nice, 1000 Abonnenten im nächsten Jahr zu machen. Wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ich werde es versuchen. Ich werde natürlich auch weiterhin, wie gegen Ende des Jahres jetzt, ich glaube, ich habe mit August damit angefangen, wird der größte Teil dieses Kanals auf die Infobasis hinauslaufen. Also das heißt, ich werde die Community Crunches weiter übersetzen, die Patch Notes übersetzen, generelle News übersetzen, wenn gravierende Bugs sind, euch davon Info geben, wenn ein DLC rauskommt, die Sachen testen, sie euch zeigen, wenn Events rauskommt, die Sachen euch zeigen. Also im Endeffekt so in die Richtung wird das Ganze sich, denke mal, weiterentwickeln. Es wird der ein oder andere Guide nebenbei natürlich auch noch kommen, aber der Fokus wird mehr auf den Infos, sage ich mal, basieren, weil ich festgestellt habe, es gibt relativ viele Sachen. Gerade die Community Crunches zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt der, ich glaube, wir sind bei 249 aktuell und ich glaube, bevor ich angefangen habe, die zu übersetzen, und das müsste jetzt ungefähr so vor 15 Stück gewesen sein, wusste ich nie, dass es diese gibt. Ich weiß ja nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wusstet ihr, dass es den Community Crunch gibt, dass Arc schon seit ungefähr, man kann ja mal rechnen, wir haben 249, ungefähr einer pro Woche, also seit ungefähr 4 Jahren im Schnitt, sage ich jetzt mal, jeden Freitag auf Samstag ungefähr eine Info raushaut, was so bei Arc gerade geht, was vielleicht Neues kommt, so ein paar Infos. Also ich wusste das zum Beispiel nicht. Das hat mich sehr überrascht, obwohl ich Arc seit Release eigentlich auf der PS4 zumindest spiele. Was auch, glaube ich, schon 3-4 Jahre her ist. Deswegen, also ich würde gerne weiter die Schiene gehen, auch über die Patch Notes und mit euch über ein bisschen drüber quatschen. So, das alles würde ich gerne auf jeden Fall als Fokus nächstes Jahr setzen. Natürlich das weiter noch ausbauen, das vielleicht noch ein bisschen anders dann machen, muss man mal ein bisschen gucken, das ist immer so eine Entwicklungssache. Also ich meine, ich persönlich kann schlecht sagen, es gibt jetzt ein Thema und darauf versteife ich mich jetzt. Es kann sein, dass nächstes Jahr nochmal irgendwas richtig Cooles dazukommt und ja, ich noch gar nicht weiß, was es ist bis jetzt. Ich meine, das kann ja auch passieren. Natürlich wird es auch in Arc 2 in die Richtung gehen, also wir werden alle News zu Arc 2 natürlich weiterhin auch dann behandeln. Wie gesagt, wird ja nächstes Mal ein Video geben, wo ich mal komplett drüber quatsche. Oder ich sag mal, es wird auch mehrere Videos geben, wo man mal drüber quatscht, über Vor- und Nachteile. Da gibt es ja auch wahrscheinlich so viele, da können wir gleich nochmal gerne ein bisschen drauf eingehen. Aber dafür wird es auf jeden Fall auch Videos geben. Und natürlich auch, wenn das Spiel released, ich meine, wir reden jetzt von 2022, wahrscheinlich, das ist noch ein bisschen länger hin. Aber auch da, Leute, natürlich werde ich Arc 2 komplett mit aufnehmen und werde auch das weiterhin dann halt Videos machen. Natürlich, wenn Arc 1 dahin weiterhin gehend entwickelt wird, sagen wir mal beispielsweise der Release von Arc 2 ist da und Arc 1 läuft weiter, wird natürlich auch Arc 1 weiterhin Videos bekommen. Also das auch. Ich meine, klar, es werden dann wahrscheinlich weniger Guides, wahrscheinlich fast gar keine Guides werden, außer es wird halt was Krasses kommen. Also auch da halt mal als Beispiel jetzt, nur fiktiv. Nach dem Release von Arc 2 kommt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, was kann man da gut machen? Einen Tech-Plattform-Sattel für den Quetz zum Beispiel.
der was super Cooles kann, wie, keine Ahnung, einen Tech-Replikator drin haben, dann würde auch dazu ein Video kommen natürlich. Also so ist das nicht. Also es wird trotzdem weiterhin ARC 1 Support geben, auch nach dem Release von ARC 2, aber wie gesagt, da reden wir jetzt gerade von ein, zwei Jahren weiter hinweg. Ich wollte nur mitteilen, auf jeden Fall, auch das wird natürlich mit aufgenommen und auch die News-Erstattung zu ARC 2 werde ich natürlich auch mit hier aufnehmen. Oh, ich bin relativ müde, ey. Ja, die animierte Serie, genau das gleiche, natürlich auch wenn es da weitere News gibt. Es gibt mittlerweile ein paar, also gerade ein paar Fanarts, ein paar Konzeptarts. Auch die werden wir demnächst mal behandeln. Das ist halt nur gerade jetzt Weihnachtszeit, ihr kennt es wahrscheinlich selber, man ist relativ viel bei der Familie. Mein Privatleben hat sich in den letzten 2 Wochen sehr zum Positiven entwickelt. Auch da ist ein klein wenig weniger Zeit aktuell da. Aber auch das kriege ich natürlich hin. Das ist halt immer eine Sache von der Umstrukturierung. Man muss ein bisschen schauen, wie man das halt jetzt alles legt. Aber auch da, ich meine, die Weihnachtsvideos kamen jetzt zum Beispiel ja auch. Der Community Crunch kam. Also da auch keine Sorge, Leute. Auch wenn sich bei mir privat ein bisschen was verändert hat, wird es trotzdem weiter die Videos im normalen Rhythmus geben. Ja, ich glaube, das war alles zu den News. Ich glaube, was man so sagen kann. Wie gesagt, 2020 war jetzt YouTube-mäßig gesehen für mich zumindest ein sehr gutes Jahr. Gerade die letzten 4 Monate, die sind echt gut abgegangen. Ich glaube, im August waren wir bei 3,5. Ich glaube, wir waren bei 3,5 im August. Aber auch generell nicht nur die Abonnenten, ich meine, sondern auch die Kommentare. Man hat viel mehr, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt wirklich Community, wo man mit den Leuten schreiben kann. Man kennt viele Leute auf längere Zeit schon, die jetzt mit dabei sind, über ein paar Wochen, Monate. Einige von euch haben wahrscheinlich auch schon mal mit auf dem Server gespielt oder spielen bei mir auf dem Server. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Da lernt man sich auch nochmal ein bisschen besser kennen. Und ja, es ist auf jeden Fall cool gewesen. Also 2020 war auf jeden Fall YouTube-mäßig gesehen ein sehr, sehr schönes Jahr. Aber auch da, Leute, wird es nochmal gegen Silvester ein Video zugeben, wo man nochmal so drüber quatscht. Auch wegen neuen Jahr und also der ganze Kram, ihr kennt das ja, macht, glaube ich, auch jeder. Ja, gehen wir mal durch, wenn ihr möchtet, oder ihr könnt ja gar nicht antworten, aber wenn ich möchte, was gibt es denn, wo man drüber quatschen könnte? Ja, gibt ein paar Sachen, wo ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben könnt. Also erstens, Leute, das Weihnachtsevent. Wie findet ihr das Event? Mögt ihr es? Mögt ihr den Ablauf, das mit dem Raptor-Klaus und den Gacha-Klaus und den Farben und den Items? Ich hab mal bitte in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich persönlich muss sagen, ich mag das Event. Ich finde, man muss was tun, um an Chibis und sowas zu bekommen. Ich bin nicht so der Fan von dem Oster-Event, wo man einfach die Eier hinwerfen musste und man hat halt direkt Chibis gehabt. Klar, es ist einfacher natürlich. Aber ich finde immer cool, wenn ein Event kommt und ich auch was zu tun habe. Deswegen finde ich mit dem Raptor-Klaus ganz nice. Der Gacha-Klaus, ja, auch nicht verkehrt. Ist eine coole Ergänzung auf jeden Fall als Überbrückung der Wartezeit. Was ich aber sagen muss, ist, das Weihnachtsevent ist das schönste Event, um Deko-Artikel zu benutzen. Also das ist das schönste Deko-Event von allen. Man kann seine Base mit den Lichterketten, mit den Weihnachtsmännern, allem drumherum so schön designen. Das ist wirklich wunderschön. Also ich mag es. Wirklich, das ist mein Lieblings-Deko-Event auf jeden Fall. Das finde ich bei anderen Events immer so ein bisschen schade, dass es da ein bisschen weniger gibt. Aber wie gesagt, bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare auf jeden Fall zu dem Weihnachtsevent schreibt. Ja, reden wir mal kurz über ARC 2. Ich glaube, das kann man noch mit hier reinnehmen, das muss man schon mal mit reinpacken. Und vielleicht Genesis 2, muss man auch sagen, das ist ganz in Vergessenheit geraten. Wir machen nochmal ARC 2 ein bisschen Genesis 2 und dann, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, erlöse ich euch. Ja, mittlerweile ist ja, glaube ich, eine Woche her. Ja, 11 Tage, ich glaube, der 10. war es. Ja, was soll man sagen? Also ich war echt überrascht. Wie ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, echt, Vin Diesel? Das sieht aus wie so ein schlechter Film. und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, ich bin gehypt, ich freue mich drauf, wünsche mir aber noch mehr Infos. Klar, werden wir die nächsten 2 Jahre bekommen, wird noch Trailer geben, vielleicht zu Gamescom, zu E3, mal gucken, wie das Ganze abläuft nächstes Jahr. Die Ansätze, die da sind, könnten gut sein. Also man muss sagen, es sah im Grundspiel relativ, wenn das Grundspiel sein soll im Trailer, relativ, primitiv aus.
Also es sah nicht aus, als ob wir direkt in der Tech-Stadt starten, also nicht im Prinzip nach Genesis 2 direkt so weitermachen, sondern eher wieder so ein bisschen, ich sag mal, The Island-mäßiger. Es gibt überall so ein paar Ecken, wo man ein bisschen, ich sag jetzt mal, dass das Tech sieht, wie jetzt Obelisken oder halt vielleicht irgendwelche Artefaktenhöhlen. So sah das da ja auch aus. Er ist in die Höhle reingegangen, hat dann dieses Terminal und so gefunden. Ich hoffe, dass es in die Richtung auf jeden Fall startet. Ich meine, es wird tech-mäßig weitergehen. Das kann man halt einfach, das wird halt passieren. Das ist halt auch das, was mittlerweile ARK so ein bisschen ausmacht. Du hast ein Survival-Spiel mit Dinos plus also im Prinzip eine Vergangenheit und eine Zukunftseigenschaft in diesem Spiel. Du kannst einen Mech steuern, kannst aber auch einfach nur mit einem primitiven Bogen auf Dinos schießen. Weißt, ihr wisst, was ich meine? Ich glaube, das ist mittlerweile so der Aspekt, wo halt ARK hingeht. Die Mischung aus Zukunft, Vergangenheit und das Ganze mit Dinos. Muss ich sagen, ja, am Anfang fand ich es schlimm. Also ohne Mist, wie der erste Tech-Anzug rausgekommen, habe ich gedacht gehabt, Kacke. Ich mochte ARK bis jetzt. Mittlerweile gewöhnt man sich dran. Ich nutze es zwar gar nicht mehr so oft Tech. In gewissen Situationen, wenn man Progress bei gewissen Bossfights, Dungeon, okay, klar, Tech-Rüstung ist sehr stark und habe ich dabei, aber sonst spiele ich es auch nicht so stark. PvP ist vielleicht nochmal eine andere Richtung, da kenne ich mich leider nicht so aus, ich bin eher ein reiner PvE-Spieler. Aber wieder, wie gesagt, wieder kommen wir mal zurück zu ARK 2. Also ich glaube schon, dass es relativ primitiv ist, ich glaube, dass wir aber auch mehr Vielfalt im Ausbau bekommen. Ich meine, die Entwickler bekommen ja mit, was die Spieler haben wollen. Man sieht es ja durch Mods zum Beispiel. Das Bausystem wurde durch Mods übertrieben krass verändert auf dem PC. Viel mehr Möglichkeiten, ganz andere Strukturen, viel besseres Bauen. Und ich glaube, dass wir in die Richtung gehen. Weil ihr müsst ja überlegen, als Entwickler, also würde ich mir das als Entwickler überlegen, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich habe jetzt nur gerade Wände. So, und es gibt, ich merke, der meistgedownloadete Mod ist ein Mod, wo es Runde, also Abrundungen bei Wänden gibt, um die Kurve zu bauen. Und Leute feiern das übertrieben. Dann würde ich einfach das in mein Spiel einbauen. Weil das ist das, was Leute haben wollen. Die Leute feiern es ja und dann mache ich nichts verkehrt. Und ich glaube, dass wir vielleicht sogar in die Richtung gehen. Ich glaube, Wildcard wird für ARK 2 wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Mod auch schauen und das mit umsetzen. Ich meine, nehmen wir jetzt mal die neueste News zu Genesis zum Beispiel. Auf dem PC gibt es die Nanny-Mod. Ich habe sie zwar noch nie benutzt, aber oft davon gehört, dass sie sich um Dino-Babys kümmert und den ganzen Kram. Und hey, wir bekommen mit Genesis 2 ein Tier, was im Endeffekt die Nanny ist. Der Dino, der die Aspekte hat, sich um Babys zu kümmern. Also sie übernehmen ja auch jetzt schon Mods im Endeffekt. Sie umsetzen sie nur ein bisschen anders da um. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie die Nanny-Mod auf dem PC aussieht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das wird halt in ARK 2 noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ich glaube, wir werden einfach nochmal mehr Fanservice bekommen. Wir werden das bekommen, was wir vielleicht schon immer wollen. Vielleicht bekommen wir auch Terraforming, Höhlengraben und den ganzen Kram. Es ist also schon einiges möglich und ich glaube, ich habe schon fast den Faden verloren. Ich glaube, dass ARK 2 schon ein gutes Spiel wird. Also, ich lese auch oft immer, oh, mit ARK 1 ist verbuggt und den ganzen Kram. Leute, ARK 1 ist Ewigkeiten alt. Es wurde super schlecht programmiert. Also, super falsch, aber es wurde schlecht programmiert. Und du kannst einfach das nicht mehr reparieren. Das ist so. Es ist vom Grund her so, sagen wir mal, kaputt, in Anführungszeichen, dass diese ganzen Bugs, die jetzt da sind, gar nicht mehr so wegzumachen sind. Das wäre übertrieben viel Arbeit, ich glaube, das zu flicken. Aber dadurch, dass Wildcard in den letzten Jahren viel gelernt hat, also ich denke mal, sie haben schon viel, sagen wir mal, dazu gewonnen an Erfahrungen über die letzten 5, 6 Jahre, dass sie in ARK 2 von vornherein anders da programmieren. Ich glaube, sie werden das Spiel von vornherein einfach anders da angehen, um Fehler zu vermeiden, die sie jetzt gemacht haben. Und das könnte natürlich schon Grund auf heißen, wir bekommen ein besseres Spiel. Ich meine, man kann sich jetzt streiten, ob diese Xbox-Exklusivität gut ist oder auch schlecht ist. Ja, die Frage ist, wie lange ist die Leute? Ich meine, es gibt, glaube ich, bis jetzt keine hundertprozentige Info, wo steht, jo, sie geht 2 Jahre. Lass uns mal überraschen, was in 2 Jahren ist, wenn 2022 das Game rauskommt, 2023 das Game rauskommt, so in dem Schnitt. Wer weiß, was läuft? Wer weiß, vielleicht ist die Exklusivität nur 3 Monate, vielleicht gibt es den Xbox Game Pass auf der PlayStation. Keine Ahnung. Das ist halt eine Frage, was halt wirklich passiert. Und ich glaube, da müssen wir einfach abwarten. Lass uns einfach überraschen. Bis jetzt glaube ich nicht dran, dass die PS5-Leute 2 Jahre warten müssen, bis sie das spielen können. Weil
Man muss dazu sagen, die PS4 ist, glaube ich, ein sehr großer Community-Teil, was ARK angeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die verlieren wollen, weil die, die keine Xbox haben und keinen PC haben, der zum Zocken dann gut ist für ARK 2, die haben ja im Prinzip Pech. So, und ich weiß nicht, ob die das machen wollen. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, Leute, das war ein bisschen was zu ARK 2. Schreibt es mal in die Kommentare, eure Meinung dazu. Ich merke, das Video wird, glaube ich, relativ lang. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Oh, es geht ja, ich glaube, 16 Minuten? Hätte ich ja schon länger. Ja, Leute, was wir noch machen können: 2021 beginnt bald in 10 Tagen. Genesis kommt. Genesis 2 kommt auch im März. Fast vergessen letzten Wochen durch diese ganze ARK 2 und bla und hier. Wie seht ihr den Release von Genesis 2? Oh, ich werde müde. Also ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Also ich habe gesagt, ich bin nicht noch wach, ich bin schon aufgestanden. Wie seht ihr den Release von Genesis 2? Jedoch Genesis 2, ja. Also, ich freue mich. Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich, und das werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, wie? Ich mochte Genesis 1, abgesehen von der Welttrennung. Ich mochte diese unsichtbaren Barrieren der Biome nicht, aber ich mochte diesen Herausforderungsgrad. Ihr müsst überlegen, ich zocke zum Beispiel auf meinem Server jetzt seit mehr als 2 Jahre. Und ich habe eine gute Rüstung, ich habe gute Dino-Sättel, ich habe eine gute Waffe, man hat alles über die Jahre angesammelt. Auf Genesis bin ich, glaube ich, schon, ich bin noch nie so oft gestorben wie auf dieser Karte. Ich weiß noch, ich kann mich gut daran erinnern. Mit einem Kumpel wollten wir X-Alos tamen. Und normalerweise würde ich ja hingehen auf Ragnar, weil bei uns kann man ja wilde Dinos auch grabben, mit dem Drachen hingehen, den Alo packen, in eine Box werfen und betäuben. So ist nun mal der Ablauf, wie man auf Ragnar bei uns einen Alo tamen würde, ich zumindest. Auf Genesis geht das ja nicht. Ging ja kein Fliegen. Bauen geht hier oft auch nicht, weil da sind Missionsgebiete. Also habe ich mir gedacht, komm, haben wir den Giga ausgepackt, wir haben den. Ich wollte die Alos off-tanken. Die Alos haben übertrieben meinen Giga zerstört, die drei. Also ich wollte sie ja nicht töten, wir wollten sie ja weglocken. Aber die haben meinen Giga getötet. Ich hatte halt nur einen Standardsattel dabei in dem Fall sogar. Und dann haben wir mit Entehaken und mit Armbrust, haben wir uns von Stein zu Stein geschossen und haben die immer angeschossen und wohin gelenkt. Dann haben wir mit Pfeilern so eine Mini-Box gebaut und ah, dann bist du gestorben, dann musstest du zurück, dann kam ein Basilisk, du hast die Atemmaske, bist wieder gestorben und so doof wie es klingt, aber das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht, dieser Nervenkitzel, dass man nicht übermächtig stark ist, so, dass man einfach nicht alles einfach easy machen kann, mal kurz über die Map fliegen. Nein, man musste zu Boden, zu Fuß unterwegs sein. Oder auch die Mission. Abends mit zwei, drei Kumpels die Mission gestartet, wo man hier zu Fuß ohne Dinos diese Waffen aufsammeln kann. Es hat mega Lust gemacht. Und wenn es nur Dodo-Basketball war. Also Genesis war für mich vom spielerischen Faktor her, abgesehen von den Wänden und den Lecks und den C-Fehlern, meine Lieblingskarte. Und ich hoffe, dass Genesis 2 ähnliche Vibes hat. Ich meine, man weiß bis jetzt, es wird eine offene Welt sein. Wir werden auf dem Halo-Ring spielen. Ich nenne das mal Halo-Ring, weil für mich ist es einfach der Halo-Ring. Es wird Missionen geben, die aber in einer anderen Instanz stattfinden. Das heißt, man wird dahin geportet, man spielt woanders da als, also man spielt nicht in dem normalen Gebiet. Das heißt, es gibt keine Baueinschränkungen durch Missionsgebiete. Das sind alles Aspekte, die die Karte interessant machen können. Muss ich sagen, also ich freue mich auf diese Karte. Ich bin zwar von dem einen oder anderen neuen Feature nicht so begeistert. Ich finde, sobald der Ei-Inkubator plus die Nanny macht halt das Züchten übertrieben leichter. Und ich bin nicht so der Fan von immer allem super leicht. Ich mag, wie gesagt, auch gerne die Herausforderung, weil das einfach die Zeit in dem Spiel investiert. Wenn ich jetzt hingehen kann und kann im Ei-Inkubator sobald schon sehen, welche Werte das Baby hat und kann einfach. Nee, ein Schinkel, das hat gerade vibriert. Egal. Wisst ihr, wenn ich einfach die Eier in den Ei-Inkubator legen kann und sehe schon, welche Werte es hat und kann die wegschmeißen, die Kacke sind, die nicht die Werte übernommen haben wegen dem Züchten. Klar ist das super toll und klar macht es auch super einfach. Aber ich weiß noch, wie viele Wochen ich gebraucht habe, um zum Beispiel Farbzonen zu kombinieren, Werte zu kombinieren. Das war halt einfach Arbeit, die man investiert hat. Und die fällt jetzt weg. Und dann noch die Nanny, die jetzt sein Dino dann auch großzieht, sehr wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es könnte halt einfach sein, dass es einfach super einfach wird. Aber die Frage ist natürlich heute da, Leute. Bietet die Karte andere Sachen?
dass ich so weit sagen kann, hey, okay, ich tue meinen Fokus dieses Mal nicht auf das Züchten legen, weil das macht alles passiv, mein Eiinkubator, meine Nanny. Und ich habe viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Missionen, die vielleicht geil sind, die Map zu erkunden geil ist. Vielleicht, man hat es ja in dem einen Trailer gesehen, in der Stadt waren Minimax zu sehen, weil das waren kleine Max, die waren kleiner als ein Pronto. Gibt es NPCs, die da rumlaufen, mit denen man vielleicht, keine Ahnung, hier Stress suchen kann, um ein bisschen rumzuballern? Dann ist das wieder in Ordnung, weil dann hat die Map ja genug Abwechslung. Aber ich sehe auf Ragnarok zum Beispiel, was mache ich denn die ganze Zeit, weißt du? Zucht ist als PvE-Spieler schon ein großer Aspekt des Spielens. Und ich glaube, da würde die Nanny plus den Eiinkubator und so das halt schon ein bisschen rausnehmen. Also zusammengefasst, Leute, ich freue mich auf Genesis 2. Ich habe da wirklich Bock drauf. Auch da wird es sehr, sehr viele Videos geben. Zu jedem einzelnen neuen Item ein Video. Ein Gesamtvideo zur Karte. Also wird auch das komplette abgerufen in dem Zeitraum, wo das Event, wo die Map rauskommt. Klar, wahrscheinlich auch ein bisschen versetzt. Vielleicht jeden Tag eins oder jeden zweiten Tag eins, weil muss bis dahin auch wieder arbeiten. Und ja, es wird natürlich auch ein bisschen zeitlich. Aber Leute, auch da, wir kriegen das hier hin. Vielleicht hole ich mir eine zweite Person ins Boot. Mal gucken, die mit mir zusammen die Videos macht. Muss ich mal schauen, was ich auch nochmal so 2021 da alles entwickelt. Ja, Leute, ich glaube, das war es gewesen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 22 Minuten aktuell gelabert. Alle, die bis hier da sind, Respekt. Danke, dass ihr da wart. Ich wollte einfach mal ein bisschen reden. Ich wollte einfach mit euch mal so ein bisschen meine Gedanken durchgehen, ein bisschen mal alles zusammenfassen. Und ja, Leute, dann wünsche ich euch, wenn man sich nicht mehr hört vor Weihnachten, frohe Weihnachten, schöne Festtage, feiert, genießt die Tage mit der Familie so, ja, möglich wie es geht. Ihr wisst ja, Corona-Richtlinien sind sehr eingeschränkt dieses Jahr. Also passt da ein bisschen auf, dass ihr das Ganze einhaltet. Und wünsche euch auch einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video oder vielleicht nächstes Jahr. Bis denne.